Endlich dürfen in Augsburg die Autos auch auf dem Fußweg parken, besonders hier in der Hermannstraße, wo die neuen Radwege einen Riesenprotest der Autofahrer ausgelöst haben, denen Parkplätze weggefallen sind wegen den Radwegen. Besonders schlimm natürlich hier vor dem Friedhof, dem Hermannfriedhof. Da ist natürlich auch eine große Unruhe ausgebrochen. Keine Parkplätze, die Leute können ihre Angehörigen in den Gräbern nicht mehr besuchen, versorgen, bepflanzen. Es ist schlimm, man hört Protestschrei aus den Gräbern, hinter den Grabsteinen. Ganz, ganz schlimm. Chaos, Chaos, Chaos. Wie soll das weitergehen in Augsburg ohne Parkplätze? Wir wissen es nicht. Wir sind alle verzweifelt. Ganz schlimm. Hier kann man nicht parken. Hier nur noch Radfahrer. So macht man eine Stadt. So macht man einen Friedhof kaputt, wenn man die Autos nicht mehr ihren Platz gibt. Da mag doch gar keiner mehr kommen. Soll man vielleicht zu Fuß hierher oder im Fahrrad oder in der Straßenbahn? Wirklich nicht. Ich meine, die Toten will man doch einigermaßen bequem besuchen und sich nicht zu sehr anstrengen und abhetzen. Vielleicht sollte man hier ein kleines Gebet für einen Parkplatz in der Hermannstraße machen. Oder eine Kerze spenden. Ich glaube, ich spende eine Kerze. 50 Cent, das geht für einen Parkplatz. Das spenden wir. So, anzünden. Hier. Und 50 Cent raussuchen. Opferlicht, wo kommt sie hin? Wo ist die Kasse? Da nicht im Abfall immer, oder? 50 Cent, wo geht das hin? Gehirnfühler gratis.